Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Trains in World 3D, denn ich spiele das. Heute werden wir den RE7 fahren. Es ist 14:10 Uhr. Wir fahren die Baureihe 110 von der Deutschen Bahn, 289,3 Tonnen, 7 Wagen und 173 Meter lang auf der Strecke Wuppertal Hauptbahnhof nach Hagen Hauptbahnhof Rhein-Ruhr-Osten. Und ich würde sagen, wir beginnen. Gucken uns das Ganze erstmal hier von draußen an. Haben ja ein bisschen Zeit. Ihr seht's, hier stehen wir. Hier ist einiges am Verkehr. In diesem Szenario soll es auch einiges am Verkehr geben, einiges an KI-Verkehr. Wie ihr seht, ist hier schon ein bisschen was los. Dieses Szenario stammt aus der Feder von Tom vom Creators Club. Ich werde euch den Link auf jeden Fall unter das Video packen und ich würde sagen, wir beginnen. Können derweil ja vielleicht noch ganz schnell ein kleines Foto machen. So, dann werden wir reinspringen in die gute 110. Wenn das erste Mal den Fahrtrichtungswender einstecken und den nach vorne verlegen, damit wir die Türen öffnen können, werden dann wieder auf neutral gehen, weil wir natürlich noch die Zugsicherungssysteme einstellen müssen. Heizung braucht man nicht. Was haben wir hier? Begleiterleuchte braucht man nicht. Instrument ist ein. Heizung, das braucht man glaube ich auch nicht. SIFA auf jeden Fall ein und die PZB auf ein. So, LZB braucht man nicht. Schlussleuchte braucht man nicht. Wir steigen mal kurz aus. Ach, aus wollte ich schon sagen. Wir steigen hier aus. Der IC hat Ausfahrt und die S-Bahn hat Ausfahrt. Beziehungsweise Express. So, wir brauchen untere Fahrseite ist an. Das ist an. Schlussleuchte, obere Signalleuchte ist ein. Schlussleuchte, Fahrerseite ein. Führerraum, das machen wir auf ein. Das machen wir nicht. So, dann sind wir, glaube ich, soweit fertig. Können uns hier hinsetzen. Dann machen wir hier oben noch. Weil das ist schon an, genau. Wir machen aber hier noch Hauptinstrument an. Das machen wir auf reduziert, genau. Das brauchen wir nicht. Wir können die Türen derweil schließen. Können auch den Richtungswender auch nach vorne verlegen. Was haben wir hier noch zu tun? Luftkompressor ein, Lüfter machen wir auf ein. Wir fahren ja los. Genau. Und dann würde ich sagen, haben wir Ausfahrt. Lösen die Bremsen. Schalten langsam auf. Natürlich den Bremsschlüssel müssen wir noch. So, sonst wird es nämlich nichts. So. Dann lösen wir die Bremse und schalten langsam auf. Also geht doch. Ein bisschen am Zicken, die Gute. So, hier fällt einiges ein. Ihr seht's, können uns dabei befreien. Da auch eine 110, die in ihren RE hier reinschiebt. Und wir haben derweil Ausfahrt. Wir ein wenig aufschalten hier. Ein bisschen schneller können wir schon werden. Fahren natürlich. Und dann fahren wir dahin. Nächste Station, Wuppertal, Oberbarmen. Warum haben wir keine Schlussleuchten an? Was ist da jetzt wieder der Fehler? Muss ich jetzt nicht verstehen.
Hier steht auch eine 612. Da vorne leuchtet's. Und hinten aber trotzdem nicht. Weiß ich nicht warum. Kann ich euch leider nicht sagen. Schneller werden hier. Kann ich euch leider nicht sagen, woran es liegt. Ich habe da alles eingeschaltet oder nicht. Ja, gleich mal in Wuppertal schauen, was da los ist. Aber ihr seht, hier ist einiges an Verkehr. So, wir schalten schon mal ab. Wir werden schon mal in die Bremse gehen, wenn wir nämlich gleich da sind. Wahnsinn, Wahnsinn. Schaut euch das an. Das ist ja Hammer. Sorry. Das ist ja Wahnsinn. Zwei Züge in gleiche Richtung entgegengesetzt. Hammer. So, da wären wir schon in Wuppertal-Oberbarmen. So, ein paar Meter können wir aber noch. Wir wollen hier nichts verschwenden. Aber schaut euch mal an, was da kommt. Wunderschön. Öffne die Türen. Ich kann euch aber leider nicht sagen, woran es liegt, warum wir hinten keine Schussleuchten haben. Das ist mir doch jetzt ein bisschen doof. Ich hab doch hier alles eingestellt. Kann ich euch echt nicht sagen, ne? Ich weiß nicht, woran es liegt.
Naja, lassen wir das einfach mal. Nächste Station auf jeden Fall, Schwelm. So, Bremsen sind gelöst. Wir schalten langsam auf. Ist das wieder ein Bug oder was hat das zu sagen? Warum leuchten die Schlussleuchten nicht? Ihr seht da. Eine 187, die sich jetzt auf den Weg macht. Ihrem wundervollen Sound. Aber irgendwie konnte man doch hier auch Scheibenwischer. Die Zugzieleinzeige einstellen. Oder war das. Das war da auch irgendwie möglich. Sonnenblende. Ach ja. Naja, lassen wir das mal. Ist anscheinend jetzt nicht lösbar. So, wir lösen natürlich hier schon mal die Fahrstufen wieder nach unten. Da wir schon wieder da sind. An unserer nächsten Station Schwelm. /0. So, Türmen geöffnet. Ja, nebendran noch eine 612 steht. Auf dem Weg nach Wuppertal.
Unser Zug steht leider nicht angeschlagen, aber das kann man nun mal leider nicht ändern. Einiges an Personenverkehr hier, beziehungsweise einiges an Fahrgästen hier los. Also Wahnsinn. So, 612 hat Ausfahrt. Wir haben auch Ausfahrt. Wir riegeln die Türen. Nächste Station. Ennepetal. So, jetzt aber. Oder ist das Schlussleuchten? Sind die Schlussleuchten doch an und die sind so schwach, dass ich die nicht sehe? Das wäre aber schon sehr schwach, also weiß ich nicht. Was fährt denn da ein Gefühl? Habt ihr das gesehen? Der war doch führerlos. Naja, hier ist alles möglich. Übrigens habe ich gestern ein neues Projekt auf meinem Kanal angefangen, was sich dann nennt Truck und Logistics Simulator, und ich habe jetzt auf meiner Community ein Umstimmung gepostet, eine Abstimmung gepostet, bis zum 16.03.2023 gültig, ob ihr mehr von den Folgen sehen wollt oder mehr von dem Simulator sehen wollt. Übrigens fährt hier ICE 1. Wenn es nicht ankommt, wird das nicht mehr gezeigt. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich verlasse mich da ganz auf euch. Ob ihr andere Games auf meinem Kanal sehen wollt oder ob ihr wirklich nur reines Chain Sim sehen wollt, schreibt einfach in die Kommentare, stimmt ab. Ich werde da mal schauen, was da dabei rumkommt. Die Aufrufe waren jetzt auch nicht so berauschend bis jetzt. Werd mal sehen, wie das weitergeht. Von daher schauen wir einfach mal. So, nächste Station, Ennepetal. Bisschen zu optimistisch gebremst hier, während hier neben uns ein RE abfährt in Form von Dostus oder anhält. So, wir öffnen die Türen. Dann begeben wir uns mal nach draußen. Wuppertal-Barmen. Ich nehme mal mit der 146 vorne dran. So ist es.
Aber warum hat der den vorderen Stromabnehmer gehoben? Ne, ist nur 187. 182. Aber warum ist der vordere Stromabnehmer gehoben? Könnt ihr mir das sagen? Warum ist bei dieser Lok der vordere Stromabnehmer gehoben? Weil der hintere vielleicht defekt ist. Wäre das eine Möglichkeit? Könnt ihr mir das sagen? Schreibt es gerne in die Kommentare. So, wir schließen die Türen. Auch die anderen bitte. Türen sind noch offen. Hallo. Was soll denn das? Jetzt haben wir auch noch defekte Türen. Das ist doch nicht zu glauben. Normalerweise darf ich so gar nicht losfahren. Naja. Die mittlerweile geschlossen. Scheinen geschlossen zu sein. Naja, dann hat sich das Türproblem auch erledigt. Wunderbar. So, können wir mal ein bisschen aufschalten hier. Dann fahren wir unserem Endbahnhof entgegen. Hagen Hauptbahnhof. Wunderschön. Wunderschön. So, gleich 160, aber das sind Geschwindigkeiten, da kommen wir mit dieser Lok sowieso nicht ran. Sollten wir zumindest nicht. Weil die N-Bahnen sind sowieso nicht höher, für höhere Geschwindigkeiten als 140 ausgelegt. Wunderschön, wunderschön. Das wäre mir aber verdammt schnell. So, lass mal den Fahrschalter mal aus. Spiel hier so ein bisschen mit der Bremse, damit wir hier nicht zu schnell werden. Geht hier nämlich steil bergab, 1,7%, schon heftig.
So, ein bisschen, noch mal ein bisschen auf die Bremse hauen, weil gleich 100. Wir wollen ja hier auf keinen Fall zu schnell sein. Geht es hier wieder so steil bergab? 1,9% sogar. Wahnsinn. So, da vorne ist sowieso Schluss. Wenn nämlich quittieren und dann 85. Dann schon mal ein bisschen schneller hier. Ach, langsamer, sorry. 45. Wir haben nämlich mit Sicherheit eine Einfahrgeschwindigkeit von 45. So langsam wollte ich dann auch nicht werden. So. Scheiße. Ach, das nervt jetzt, das nervt. So, dann habe ich irgendwo nicht quittiert, weil zu schnell war ich auf keinen Fall. Ah. Manchmal ist sie aber auch zickig, oder? Meine ich das nur? Meine Güte, ne. Oh, hier 30. So, dann fahren wir schön langsam in den Hagener Bahnhof ein.
dürften zwar 50 gleich, aber wir haben ein rotes Hauptsignal. Und, da kommt mit Sicherheit gleich der 500 Hertz Magnet und da dürfen wir nicht schneller als 24 sein. Deswegen bleibe ich jetzt hier bei 21. Ich glaube, da mache ich nichts verkehrt mit. So, wir sind angekommen in Hagen. Ich nehme mal das Gebläse aus. So, das war's mit dem Szenario und mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Hier noch was los? Scheint nicht so der Fall zu sein. Gerade hier ist jetzt gerade ein bisschen wenig los. Aber naja, ihr hattet ja viel KI-Verkehr zu sehen bekommen. Ich hoffe, wie gesagt, dass es euch gefallen hat. Dies war ein kleines, kurzes Szenario aus dem Creators Club. Wie gesagt, den Link verlinke ich unter dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, passt. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Habt noch einen schönen Tag, habt einen schönen Sonntag, habt eine schöne Woche. Ihr hört mich wieder spätestens am 16. März, denn dann gibt es die neue Strecke, linke Rheinstrecke. Und bis dahin, macht's gut. Ciao, Servus und Tschüss, euer Danny Spieters. Haut rein, bye, bye.